Oh, Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Niantic hat mich hops genommen. Ich wurde nicht gebannt, keine Sorge, Leute, beziehungsweise alle, die sich gefreut hatten. Nee, ich wurde nicht gebannt, obwohl mein Strafregister richtig, richtig lang ist. Es geht um eine Methode, einen Trick, den ich in letzter Zeit verwendet habe. Ich habe dazu ein Video gemacht. Und zwar habe ich immer absichtlich verloren in der PvP-Liga, damit ich ganz weit unten bin, mein Ranking ganz low ist und ich schwache Gegner habe. Die kann ich dann abfarmen und ganz leicht besiegen und so habe ich immer die Belohnung bekommen, also die Begegnung. Dafür hat man ja mindestens oder braucht man mindestens 4 Siege, was nicht immer ganz so einfach ist. Vor allem, wenn man ganz weit oben mitspielt und die Gegner immer richtig ernst machen und immer die richtigen Konter haben, die richtigen Pokémon, 2 Ladeattacken und sowas. Da war schon ziemlich schwer und oft eine Zeitverschwendung. Deswegen habe ich das gemacht. Unten, die Gegner haben gar keinen Bock. Die Gegner verwenden irgendwelche 1500 Pokémon oder so. 10 WP-Pokémon geben direkt auf, haben eigentlich einfach gar keinen Bock und ganz leicht die 4 Siege zu bekommen. Aber gestern hat Niantic jetzt was Neues hinzugefügt. Es geht immer noch, an sich hat sich nicht so viel geändert. Nur, manchmal hat man halt gar keinen Bock und will einfach schnell die 5 Niederlagen haben, um sich mindestens noch den Staub zu gönnen. Das kann man jetzt nicht einfach so machen. Und das ist das Problem. Klar, man kann jetzt bis zu 15, also 5, ein Set besteht ja eigentlich immer aus 5 Kämpfen. Entweder gewinnst du die, verlierst du die, was auch immer. Das Gute war, du konntest einfach 5-mal verlieren und am Ende gab es wenigstens ein bisschen Staub. Jetzt muss man mindestens einmal gewinnen oder 15 Niederlagen, bis ein Set vorbei ist. Das heißt, wenn du einfach ganz schnell verlieren willst, dann geht das nicht mehr ganz so schnell. Klar, du kannst durch diese 15 Niederlagen dein Ranking ganz schnell nach unten sinken, aber dadurch, dass ich immer darauf geachtet habe und mein Ranking halt immer relativ low ist, macht das für mich keinen großen Unterschied. Nur an den Tagen jetzt, wo ich gar keinen Bock habe, einfach nur schnell die 5 Niederlagen haben will, da muss ich entweder mehr Zeit investieren und 15 Niederlagen kassieren pro Set, was halt unglaublich viel ist, oder mindestens einen Sieg, was halt auch Zeit kostet. Zwar nicht so viel Zeit, aber in Relation und im Vergleich zu davor schon. Das ist schon ein kleiner Nachteil, zumindest für mich. Also ja, Niantic hat mich hops genommen ein bisschen, vor allem unsere Taktik-Technik. Für alle, die jetzt neu mit der Technik anfangen, Taktik, ist gar nicht so schlimm. Ihr könnt jetzt 15 Mal direkt hintereinander verlieren pro Set und dann ganz schnell weit nach unten sinken und dann die Technik anwenden. Aber wie gesagt, im Alltag jetzt, wenn man einfach mal schnell 5 Sets verlieren will, geht das nicht mehr so einfach. Planänderung ist für mich wahrscheinlich, dass ich nicht immer, also ich hatte immer einen effektiven Tag und dann nicht effektive Tage, wo ich einfach nur mit Absicht verloren habe und jetzt muss ich es wahrscheinlich mischen, wo ich einfach wahrscheinlich so 3 oder vielleicht auch 4, was halt natürlich auch viel Zeit kostet, 4 mal richtig mache und dann mindestens immer die 4 Siege hole und dann ein Set einfach direkt die 15 verliere, um dann das Ranking wieder direkt auszugleichen und die 4 Sets, die ich gewonnen habe, direkt auszugleichen und dann Ranking wieder low zu halten. Ich weiß nicht, es kostet halt eine Menge Zeit und das Problem ist halt jeden Tag. Und es gab halt eben auch Tage, wo man absolut keinen Bock hatte, wo es einfach schon 23.45 Uhr war oder so, wo man einfach schnell mal 25 Mal verlieren wollte. Und das geht halt jetzt nicht mehr so leicht. Ja, nervig, aber was soll's. Ansonsten, Osterevent hat angefangen, gönnt euch. Es gibt neue Shiny-Pokémon mit Blumenglanz, aber die kann man nicht entwickeln. Also Togepi kann man nicht entwickeln und Buniri heißt auf Englisch, sorry. Der Hase kann man auch nicht entwickeln in Shiny, in Kostüm. Was ich jetzt bemerkt habe, eine Menge Leute haben Shiny, wie heißt der nochmal? Riolo bekommen, was nicht schlecht ist. Krass, kann ich mir vielleicht einen Shiny Lucky tauschen, obwohl ein paar Leute eigentlich schon einen reserviert haben, aber bis man sich sieht, wieso nicht, wenn ich davor einen bekomme. Und ich habe so eine neue Seite entdeckt. Die ist nicht neu, aber ich habe mir Gedanken gemacht, weil die Seite von MyPogoBot funktioniert ja nicht mehr. Die haben das alles wegen dem Virus gesperrt. Und da hatte ich immer die Arenen eingefügt, welche ich schon auf Gold habe. Eigentlich war das nicht für die Gold-Arenen, sondern man hat es markiert, wenn die Arena irgendwie gefährlicher oder so. Also auf eine Blacklist hat man die gefügt. Aber so habe ich es mir halt gemerkt, welche Arenen ich schon auf Gold habe. Nicht die beste Lösung, aber immerhin irgendwie. Und ja, das konnte ich jetzt nicht mehr machen, weil die Seite gesperrt ist. Aber dann habe ich mich an eine andere Seite erinnert. Dazu mache ich nochmal demnächst ein eigenes Video und ein Update von meinen Goldarenen. Und das habe ich jetzt heute so eingetragen. Alle Goldarenen hier so. Seite heißt Pogo Map Info. Da sind einfach alle Arenen. Und da konnte man sogar speziell,
was ich halt ganz cool fand, wusste ich gar nicht. Ich habe einfach mal drauf geschaut, dachte mir, ja, vielleicht kann ich es wieder irgendwie markieren. Aber die haben sogar ein eigenes System mit Bronze, Silber und Gold für die Arena. Also sehr, sehr cool gemacht. Das habe ich jetzt so den ganzen Tag gemacht. Und sonst halt das Übliche halt. Wie gesagt, dazu demnächst noch ein Video. Ah, das war's auch schon wieder von mir, Leute. Momentan passiert nicht viel. Demnächst mal wieder ein Update, was so in letzter Zeit bei mir so geht. Ausbeute und so von den letzten Events. Und mal schauen, was Ostern so geht. Ich habe ja zwei große Ziele. 100er Kokowai, Alola und 100er Ordo. Kokowai, Brüte 3er ist die Quest. Ja, ist noch in Ordnung, vor allem mit der Kilometer. Und Ordo ist Brüte 5er. Ich weiß nicht, wie viel davon ich machen kann. Aber euch viel Glück, viel Spaß beim Muster-Event. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.